Liebe Tierheimfreundinnen und Tierheimfreunde, heute bekommt der Dogo Argentino Rüde Hugo die Chance, seine Menschen zu finden. Der Rüde wurde am Tierheim angebunden gefunden und soll auf diesem Weg Tierfreunde finden, die ihm ein beständiges, sicheres Zuhause geben möchten. Er wurde im Mai 2019 geboren und ist schon kastriert. Hugo ist ein sehr temperamentvoller und kräftiger Hund. Er braucht viel körperliche und geistige Auslastung, dann ist er ein ausgeglichener Begleiter. Hugo braucht klare Kommandos und eine ruhige, konsequente Hand. Er ist kein Anfängerhund und passt auch nicht in eine Familie mit kleinen Kindern. Dafür ist er zu stürmisch und zu stark. Bei der Kommunikation mit Artgenossen entscheidet die Sympathie. Hugo soll aber kein Zweithund werden. Da er sich sehr an seine Menschen bindet, könnte es zu Rangeleien mit dem Artgenossen kommen. Tierheimmitarbeiterin Sabrina Jahnke, die Hugo sehr gut einschätzen kann, weiß, dass der Rüde ein toller vierbeiniger Begleiter ist, wenn er die Chance bekommt, mit den richtigen Menschen zu leben. Am besten wäre für den agilen Hugo, wenn er in ein Haus mit Grundstück umziehen könnte, wo er immer in Bewegung sein kann, wenn er möchte. Interessenten können gern längere Zeit zur Arche Noah kommen, um Hugo richtig kennenzulernen. Denn die nächsten Menschenfreunde sollen für immer sein.